Hey Leute und willkommen zu einem ganz speziellen Video heute. Und zwar, ich bekomme oft die Frage, wie spielt man Handyspiele am PC? Dafür habe ich jetzt die Lösung und zwar den LD Player. Die neuesten Android Games laufen da flüssig. Du hast keine Probleme im Akku, du hast keine Probleme im Handynetz. Du hast eine krasse Leistung und nicht abhängig, wie stark dein Handy ist und die neuesten Spiele und so weiter und so weiter. Das Ganze kannst du kostenlos am PC runterladen und das werden wir heute auch tun. Wir werden es runterladen, wir werden ein neues Game anzocken, was wir noch nicht gespielt haben und ich werde euch alles ganz genau erklären. Natürlich ist das Ganze verlinkt in der Videobeschreibung und das angepinnte Kommentar. Das ganze Video ist gesponsert vom LD Player. Ich werde trotzdem natürlich meine ehrliche Meinung hier abgeben, ob alles funktioniert, wie es läuft und so weiter. Und wir laden auch direkt hier die neueste Version runter vom 17.02. Drücke auf Download und fertig. Es beginnt links unten jetzt schon zu downloaden. Ist natürlich jetzt abhängig von meiner Internetgeschwindigkeit. Wir warten mal kurz, bis es fertig ist und dann installieren wir das gemeinsam, installieren das Spiel gemeinsam und gehen ab ins Game. So, nun erfolgreich runtergeladen. Wir starten die Exe und werden das Ganze jetzt gemeinsam installieren. Wir drücken auf Ja und geben den Ganzen mal die Chance. Das ging ja schnell schon mal, das zu starten. Natürlich auch deutsch verfügbar. Wir drücken auf Installieren. Dann seht ihr, zack, wird der ganze Bums installiert. Das überspringen wir mal kurz. So, 100% installiert. Wir drücken auf Starten und gucken mal, was passiert. Seht ihr, wenn wir mal schon schön aus, ein großes, großes Bild, wie ihr seht, kann ich auch rumschieben, wie ich will, ich kann es auf Fullscreen machen, wahrscheinlich, wenn es empackt ist. Es sieht schon mal schön aus auf den ersten Blick, ich liebe ja schwarz, wie ihr wisst, und daher passt es ganz gut. Okay, jetzt sind wir schon mal hier, suchen jetzt das Spiel, was wir spielen wollen. Was wir heute spielen wollen, ist My Hero Academia Ultra Impact, ein neues Mobile Game, was ich noch nicht gespielt habe, auch aktualisiert am 16.02. Wir sind also alles hier neu und da bin ich echt mal gespannt, was uns so erwartet mit im Game. Ich versuche es auch einmal alles direkt hier in dem Store zu machen. My Hero Ultra Impact könnt ihr nur auf der Version 4.0.67 runterladen. Also wenn ihr das Spiel spielen wollt, nutzt bitte den Download-Link in der Videobeschreibung oder im angepinnten Kommentar oder sucht im LD-Player nach dem Spiel und ladet es hier runter. Nur dann funktioniert es. Auf der neuesten Version läuft es leider noch nicht. My Hero Ultra Impact, das wollen wir anzocken. Ich mache das gerade alles im Player, ne? Nicht auf der Internetseite, nicht alles in diesem kostenlosen Player. Drücken auf Installieren und wir müssen uns doch anmelden. Okay, dann melde ich mich mal kurz an mit meinem Account. So Leute, nachdem ich nun My Hero Academia runtergeladen habe, das Ganze ja Vollbild gemacht habe, mich angemeldet habe, alles akzeptiert habe, können wir nun endlich ins Game reingehen. Ich habe mega Bock, Wave 1 von 1. Oh, das sieht schon gut aus. Und vor allem, ich muss das Ganze jetzt nicht auf so einem kleinen Handybildschirm spielen, sondern ich spiele es ja am PC im Google Play Store mit meinem Account. Das ist eine mega, mega geile Sache. Da kann man echt nicht drüber meckern. Oh, das freut mich sehr. Ich bin echt gespannt, wie das Spiel so sein wird. Also bisher mit Runden basieren ist schon mal schön, mag ich gerne. Oh, wir können auch die verschiedenen Tags ausrüsten. Okay. Power Up. Einverstanden. Oh, mit eigenen Spezialskills, die aktivieren wir natürlich direkt. Wie sieht der aus? Schön, schön. Ich habe ja schon mal in My Hero Academia Spiel gespielt, aber das hier noch nicht. Bam, bam. Und natürlich muss man die Skills im richtigen Moment benutzen, wann es am sinnvollsten ist. Und wir sehen links oben natürlich, wenn er nicht so viel quatschen würde, wir sehen links oben, dass Blau stärker ist gegen Rot, Rot stärker ist gegen Grün, ne? Gelb ist stärker gegen Lila und umgekehrt. Oh, jetzt kommt die Ultra-Attacke. Lul. Das ist nice. Das ist nice. War vielleicht ein bisschen zu viel für den armen kleinen Gegner, aber den haben wir auch sowas von weggeschallert. Also, um es bisher mal kurz zusammenzufassen. Wenn er mal nicht reden würde. Den Player runterzuladen, mega einfach. Dich mit deinem Google Play Account anmelden, mega einfach. Den Player einstellen, wie nach deinen Wünschen, natürlich auch sehr einfach. Und das Spiel läuft flüssig, ich spiele es in meinem Account, ich kann es jederzeit jetzt auch mit dem aktuellen Spielstand am Handy unterwegs weiterspielen. Da habe ich das Problem, wie gesagt, mit dem Akku, mit der Verbindung und so weiter, was ich hier im PC ja nicht habe. Und ich bin limitiert durch mein Handy halt, wie stark mein Handy ist. Hier geht es darum eher, wie stark ist der Player, wie stark ist mein PC. Wir haben alles auf maximal gedreht und jetzt müssen wir schon wieder Sachen runterladen. Typisch Handy-Game.
Du wirst von Runterladen zu Runterladen gebracht, aber das kennen wir ja. Zum Glück spamme ich jetzt nicht mein Handy voll, das eh einen limitierten Speicherplatz hat, sondern am PC, wo ich eine gigantische Festplatte habe, was auch ein Riesenunterschied ist. Ich lade hier schneller runter, weil ich in meinem PC Internet drin bin und nicht am Handy. Also auch nur Vorteile bisher. Und es läuft flüssig. Es ist nicht abgestürzt, bisher nichts zu meckern über den LD-Player. Wie gesagt, Link dazu zum Runterladen in der Videobeschreibung und als angepinnter Kommentar. Probiert's einfach mal aus. Es kostet ja nichts. Also, warum nicht? Warum nicht? Die Zwischenszenen hier übrigens beim Runterladen, ne, sind zwar jetzt nur Bilder, aber es fühlt sich echt gut an. Vor allem mit diesen original japanischen Stimmen. Könnten geiles Handygame sein. Was sagt ihr zu My Hero Ultra Impact? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Habt ihr schon gespielt? Wollt ihr es jetzt ausprobieren? Bisher sieht es echt geil aus von der Grafik her. Und ich bin gespannt, wie das Gameplay so sein wird im Laufe der Zeit. So Leute, alles runtergeladen. Wir gehen weiter rein. End Playback. Ja. Ja, aber die Story ist echt geil hier anzugucken. Ich kenne den Anime ja noch nicht, aber ich bin sehr gespannt darauf. Okay, wir haben jetzt mal... Direkt ein Summon. Direkt ein Summon. Da gehen wir doch rein. Da bin ich jetzt mal gespannt. Und natürlich steht zwischendurch Downloading, weil ich nicht alle Daten runtergeladen habe. Okay. Mach die Kamera aus, Leute. Summon ist da. Ich finde es echt geil, dass man die Maus aussieht. Ich würde mich auch interessieren, wie sieht Dokkan Battle, Dragon Ball Legends und so weiter hier aus, ne? Das ist ja eine geile Summon-Animation. Nice. Da bin ich voll drin. Okay, wir haben eine Rare gezogen. Ne, noch eine Rare. Komm schon. Eine S-Rare. Ah, noch eine Rare. Oh, ja, das hat geblinkt. S-Rare Derby Hellfire of Ruin. Noch eine Rare. Komm schon. Gönn noch was. Ach, ich liebe ja Gacha-Games, ne? Das sieht echt lustig aus. Der sieht auch lustig aus. S-Rare. A Dubious Temptation. Oh? Was kommt hier? Ultra Rare Shoto Todoroki. Alter. Das ist eine geile Animation. Ich mag, wie die Haare wehen, wie die Augen blinzeln. Sieht geil aus. Oh, das war nice. Nehme ich. Oh, Mann. Oh, wir haben auch instant Erfolge abgeschlossen. Login-Boni, auch typisch Bandai Namco, ne? Nehmen wir gerne mit. Nächsten Tag gibt es weiteres. Okay. Auch hier nochmal Login-Boni. Okay. Wallpaper. Sehr nice. Lustig. World Heroes Mission Mashup Collaboration. Okay, nice. Noch ein Login-Boni. Okay, am Anfang werdet ihr typischerweise wie in allen Mobile-Games mit Login-Bonis zugeballert. Noch einer. So viel Login-Boni. Und jetzt können wir auf eine Quest gehen. Darf ich da jetzt meinen neuen Kämpfer mitnehmen? Ich hoffe ja. Bin mal gespannt. Oh, das fühlt sich echt gut an, mit der Maus nicht am Handybildschirm rumdrücken zu müssen. Ah, man kann sich die Story noch angucken. Ah. Das ist auch gut, ne? Für Leute, die den Anime zum Beispiel nicht gesehen haben. Select Guest. Ah, ich kann jemanden mitnehmen. Ja, okay. Ich nehme gerne jemanden mit. Kriege dafür wahrscheinlich extra Punkte. Und wir haben unser Team automatisch. Okay, wir haben instant unseren Ultra Rare mit unserem S Rare. Okay, wir gehen rein in die Quest. Das ist das typische 3 gegen 3, das kennt ihr, ne? Immer diese kleinen Downloads zwischendurch. Man sollte, wirklich, wenn man das Spiel komplett genießen will, die kompletten Daten runterladen. Das empfehle ich euch ja immer bei Dragon Ball Legends, bei Dokkan Battle, überall. Immer alles runterladen, Leute. Okay, Wave 1 von 1. Wir sehen übrigens rechts oben im Bildschirm, es gibt einen Zielknopf, es gibt einen Play-Knopf, wo man dann wahrscheinlich die Geschwindigkeit erhöhen kann, automatisch kämpfen und ein Menü. Nur, dass ihr mal Bescheid wisst. Okay, Action-Skills, die kennen wir schon, ja. Lass mal benutzen, von allen direkt. Oh, jetzt haben wir eine Chain. Okay, wenn man mehrere Action-Skills benutzt, okay, fühlt sich gut an. Ich mag auch diese Chibi-Grafik, dass die Charaktere eben so klein aussehen, ne? Oh, Tap, okay, ich muss mitdrücken. Quicktime-Events und alle gefroren. Die nächste... Oh Gott, ey, wir machen zu viel Schaden. Wir sind viel zu stark. Die hatten ja gar keine Chance. Wir haben es in einer Runde geschafft. Wir haben in einer Runde alle besiegt. Ja, wir haben in einer Runde alle besiegt. Das ist krass. Das Team hat reingehauen.
Die neue Ultra Rare und S-Rare hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich mag die bunten Optik, die bunte Optik hier von typisch My Hero Academia. Okay, und die Charaktere leveln natürlich auch. Ich denke auch, dass sie Ausrüstungen tragen können und die Ausrüstung levelt. Account auch gelevelt. Mehr Stamina heißt mehr Spielen am Stück, ohne dass ich sie aufladen muss. Freunde erhöht, okay. Und Items gedroppt. Die Ingame-Währung und vieles weiteres Nützliches. Wir können jetzt den Typen als Freund hinzufügen. Wir sagen mal ja. We have followed. Okay. Oh, Account Level Up. Auch typisch ganz am Anfang immer. Direkt wieder mehr Freunde. Alles bunt. Alles japanisch halt, ne? Man spürt sofort, woher das Game kommt, ne? Man merkt sofort, es ist Bandai Namco. Man merkt sofort, es ist typisch My Hero Academia bunt. Man merkt sofort, es ist japanisch aufgedreht. Okay, jetzt gucken wir nochmal kurz. Wir können recruiten pro Tag. Auch da wieder ein Download. Wie gesagt, ladet alles runter. Drückt auf alles runterladen, macht euch einen Kaffee. Fertig. Dann habt ihr die Ruhe und müsst nicht so wie ich die ganze Zeit wieder was runterladen. Aber auch das Runterladen, es funktioniert einwandfrei. Ich habe nichts daran auszusetzen bisher. Aber wie gesagt, eure Erfahrungen, eure Meinung, gerne dazu in die Kommentare natürlich. Und jetzt mal auf Home. Wahrscheinlich haben nämlich auch einige Geschenke irgendwo rumliegen. Ja genau, Moment. Genau, Claim All Daily Missions. Abgeschlossen, alles akzeptiert. Normal Mission, abgeschlossen, alles akzeptiert. Das kennen wir ja auch, dass wir ständig Sachen, Gifts, genau, dass wir ständig Sachen uns abholen können. Das ist meine Giftbox, da holen wir uns auch mal alles ab. Wow. Wow. Okay, wir haben jetzt instant 1250 Ingame-Währung bekommen. Komm, lasst uns noch einmal ziehen mit der garantierten S-Rare zum Abschluss. Und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr mehr Gameplay sehen wollt von My Hero Ultra Impact. Oder besser gesagt, danke fürs Zeigen, Rabbit, aber reicht erstmal. Oh, ich hab's mal übersprungen. Hoppla. Direkt eine S-Rare. Cooking Fun. Oh, wie nice. Immer noch eine Rare. Ich glaube noch eine Rare, ja. Das könnte auch eine Rare sein, ja. Das könnte auch eine Rare sein. Komm schon, gönn noch was. Leckere. Oh, das Eis hätte ich jetzt echt gerne. Noch eine Rare. Kommt noch eine S-Rare. Oh. S-Rare, extra Fanservice. Oh, was? Nochmal? Ah, wir kriegen jetzt Teile dazu. Auch typisch, das heißt, er wird stärker. Das ist ja nice. Okay, einen neuen S-Rare und wir haben Teile bekommen. Es spielt sich so flüssig mit der Maus. Ich bin begeistert. Leute, ladet euch den LD-Player einfach kostenlos runter. Gönnt ihn euch. Wie gesagt, alles hier verlinkt in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar. Probiert euer Glück aus. Ihr könnt auch, also diesen Link werde ich verlinken. Einfach hier drauf drücken. Dann lädst du das Spiel runter und den Emulator direkt dazu. Ganz, ganz einfach. Und ja, bin gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Ich würde auch gerne mal ein Spiel ausprobieren mit Maus und Tastatur, weil jetzt habe ich ja nur mit der Maus gespielt. Wie ist zum Beispiel PUBG Mobile oder so? Fühlt es sich an wie Cheaten oder nicht? Eure Meinung in den Kommentaren. Ich bin begeistert. Danke an den LD-Player für das Sponsoren dieses Videos. Wie gesagt, eure Meinung in die Kommentare. Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao.